Hi, danke fürs Einschalten. Ich bin hier gerade am Videoschneiden, nachdem ich meinen Computer neu installiert habe. Da musste ich dann auch in den Aufnahmen ein bisschen rumprobieren. Deswegen sind die Aufnahmen nicht perfekt geworden. Hier habe ich den ersten Scaffrun gemacht. Da ist nichts Besonderes passiert. Ich zeige euch mal kurz, was ich gesammelt habe. Und dann kam der zweite Raid. Ja, ich habe doch hier einen PMC schon ausgerüstet mit allem, was man braucht. Schauen wir mal kurz in die Tasks rein. Auf Customs das Cargo suchen und Morphin sammeln. 4 Stück. Oh, ich habe nicht die schnellsten, nicht die besten FPS. Aber. Wait. What the fuck? Direkt da, wo wir hin müssen. Wo war das? Hier. Aufnahme läuft, Stream läuft. Ah, eigentlich würde ich hier gerne noch ein bisschen looten. Aber ich habe Angst vor den Leuten. Okay. Mir scheint, ich habe jetzt aber minimale Ingame-Lags. Shit. Wie gesagt, Testaufnahme nach Neuinstallation. Muss dann noch doch noch mal die Grafik wieder runterdrehen. Es ist ein bisschen arg ruhig gerade. Mag ich ja nicht so, wenn in diesem Spiel, wenn es ruhig ist. Immer schwierig. Voll gegen die Sonne, ne? Absolut die falsche Richtung, in die ich spiele. Holy shit, das ging auf mich, oder? Und wo? Wow, ist es schon wieder? Sind es schon wieder die Goons? So hart, wie der mich gepusht hat. Ständig sterbe ich an diesem Affen. Oh. Danach noch ein etwas längerer Scaffrun, den schneide ich euch auch hier kurz zusammen. Aber machst du nichts, ne? So, ich guck noch mal, ob ich dieses dämliche Maßband endlich finde. Also Tarkov will mich echt ärgern, glaube ich. PC neu installieren ist halt echt immer ein Risiko. Es ist unglaublich.
What the? Hä? Hat da gerade einer auf mich geschossen? Wo ist mein Ausgang überhaupt? Emma, komm. Oder Railway. Ja gut, das ist immer gleich hier auf Interchange, ne? Habe ich hier draußen, wo ich aber in die Ferne gucke, weniger FPS-Probleme. Es ist komisch. Ich glaube, es geht, sobald ich in Richtung Spieler gucke oder sowas, in Richtung PMCs oder in Richtung irgendwelcher Bots. Ich sollte vielleicht auch nicht mit der Schrotflinte jetzt auf die Jagd gehen, ne? Das ist eine saudumme Idee. Wobei, wenn der hier hochkommt. Weil du bist doch niemals ein Scaff. Es könnte schon sein, dass er ein Scaff ist, aber. Ich jag ihn. Schauen wir mal. Oh. So viel dazu. Ich tue mich auch immer noch schwer, Entfernung der Schüsse einzuschätzen, wo die waren und so. Hm. Oh, der liegt jetzt aber saublöd, wenn da drüben irgendwo einer ist. Kann ich jetzt wegen diesem dummen Bart den Helm nicht aufsetzen? Wow. Gibt's hier noch einen? Welcher Helm ist besser? Nein, nein, nein! Wer ruft? Okay. Jetzt nimmt er meinen Loot, der Hund. Noch ein Scaff. Jetzt kommt ihr. Jetzt kommt ihr, wo die Arbeit erledigt ist. Kommt ihr zum Absnacken. Schweinerei. Jetzt hat er meine Weste und den Rucksack geklaut. Futterneid, ja. Auf jeden Fall. Oh, okay, er hat's rausgeschmissen. Christian, grüß dich. Sie sind schlimmer als die Tauben. So, ich glaube, wir gehen. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach. Auch wenn ich, obwohl, oh, eigentlich,
Ich brauche dieses Maßband. Oh. Die Kiste spawnt gar nicht jedes Mal. Okay. Oh, BP. BP ist, glaube ich, geil. Oh, ah, Crash, das war jetzt eine Sekunde zu spät. Beziehungsweise, wie lange dauert der Escape? 8 Sekunden zu spät? Sorry. Von den Energiesparlampen brauche ich jede Menge. Wie viel habe ich denn? Eine? Oh. Muss vielleicht noch die ein oder andere Einstellung ein kleines bisschen anpassen, dass alles glatt läuft. Ich hoffe, ihr verzeiht die kleineren Lags, die jetzt hier drin sind, und hatte trotzdem etwas Spaß. Alle, die nicht live dabei sind, ich danke euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Diese Folge war jetzt ein bisschen durchwachsen. Ich habe das ja gut zusammengeschnitten, hoffe ich. Ihr könnt ja gerne auch mal in die Kommentare dann reinballern, was euch nicht gefallen hat, ob es okay war, so zusammenzuschneiden oder nicht. Oder ja, wie ihr es euch gerne wünschen würdet. Genau. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.